Daten eben eine zweifache Funktion haben. Einerseits eine Einstimmung in den Workshop und andererseits einen Input herstellen, die Themen des Workshops umreißen. Und die Methode ist folgenderweise, dass eben eine Sammlung von Bildkarten zur Verfügung gestellt werden, wo jeder teilnehmende Person am Workshop auch die Projektleitung oder Workshopleitung jeweils jeder sich eine Bildkarte aussucht. Dazu gibt es keine konkrete Fragestellung, sondern nach persönlichem Bedürfnis, sei es Farbe, Motiv oder auch gerade ein Thema, das einen beschäftigt. Und jeder wählt sich eine Karte aus und im Anschluss nach der Auswahl findet eine Vorstellung der Bildkarten und falls sich die Teilnehmenden nicht kennen, auch die teilnehmenden Personen sich über die Bildkarten vorstellen. Und als erster Schritt würden wir vorschlagen, zunächst sich auf die Bildbeschreibung zu beschränken. Was ist dargestellt? Welche Motive kommen vor? Und in weiterer Folge sozusagen der innerliche Diskurs, den näher untersucht wird. Und da entsteht dann sozusagen ein offener Raum für einen Prozess, der nicht vorhersehbar ist. Und in diesem Prozess eben die Interessenschwerpunkte und die Themen der teilnehmenden Personen sichtbar werden, auf die man schlussendlich in weiterer Folge Bezug nehmen kann und vertiefend bearbeiten.